Der Bilderupload auf ferienwohnung.de ist ganz einfach. Loggen Sie sich in Ihr Vermieterkonto ein und gehen Sie auf die Seite Ihrer Ferienwohnung. Klicken Sie auf den Button Bilder. Für jedes Objekt gibt es sogenannte Systembilder und Zusatzbilder. Die Systembilder mit dem Objektbild, dem Umgebungsbild und dem Grundriss sind die stark zu empfehlende Grundlage, die jedes Objekt haben sollte. Als Sie Objekt angelegt haben, wurden Sie sofort gebeten, Ihr Hauptbild hochzuladen. Dieses Bild ist das Foto, mit dem Ihr Ferienhaus oder Ihre Ferienwohnung im Online-Katalog präsentiert wird. Nehmen wir an, dass Sie als zweites Bild Ihren wunderschönen Garten nutzen wollen. Wählen Sie den Bereich Umgebung aus und klicken Sie auf das graue Feld Bilddatei wählen. In dem Fenster, das sich jetzt öffnet, können Sie aus dem von Ihnen ausgewählten Menü Ihres Computers die passende Bilddatei auswählen. Klicken Sie danach auf Öffnen. Drücken Sie jetzt auf das weiße Feld Bild hochladen, direkt neben der von Ihnen ausgewählten Bilddatei. Nun öffnet sich das Menü Bild bearbeiten. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Bild noch einmal zu überprüfen und einen aussagekräftigen Titel für das Bild zu vergeben. Drücken Sie danach auf Speichern. Nun können Sie den Bearbeitungsbereich schließen und schon haben Sie Ihre Anzeige etwas bunter und aussagekräftiger gestaltet. Hatten Sie schon ein Bild hochgeladen, kann es vorkommen, dass dieses schon im grauen Bereich vorausgewählt ist. Klicken Sie wieder auf den grauen Bereich und wählen Sie das Bild aus, das Sie nutzen möchten. Wählen Sie Öffnen aus, fügen Sie den Titel ein und klicken Sie auf Speichern. Danach schließen Sie den Bildbearbeitungsbereich. Wenn Sie so mehrere Bilder eingefügt haben, kann es natürlich vorkommen, dass Sie auch mal ein Bild ersetzen möchten. Das geht ganz einfach. Bild auswählen. Grauen Kasten mit dem Dateinamen anklicken. Neue Datei auswählen. Öffnen. Bild ersetzen anklicken. Den neuen Anzeigenamen vergeben und auf Speichern klicken. Achtung! Es kann passieren, dass Ihr Internetprogramm die neuen, schon ersetzten Bilder noch nicht richtig anzeigt. Auf unseren Servern und in Ihrer Anzeige sind sie aber schon aktualisiert. Drücken Sie einfach einmal die F5-Taste und auch auf Ihrem Bildschirm werden die aktualisierten Bilder korrekt angezeigt.